Von Saxbreak hier von eurem Saxophon-YouTube-Channel. Ich habe heute ein kleines Duett, was ich üben will. Und ich zeige euch mal, demonstriere euch mal, wie man das Duett mit sich selbst üben kann. Also, wenn man zwei Stimmen hat von einem Lied, ist es immer ganz gut, wenn man beide Stimmen lernt. Nicht nur die Melodiestimme. Bei vielen Heften ist ja so, dann steht oben die Melodiestimme, steht da Schüler und unten steht Lehrer. Ja, der Lehrer spielt immer die zweite Stimme, die Begleitstimme. Das ist auch okay. Aber es ist gut, wenn ihr immer bei Duetten immer beide Stimmen lernt. Wenn ihr nämlich die untere, die Begleitstimme gut kennt, also wenn ihr wisst, wie die klingt, wo die Rhythmik ist und so, dann könnt ihr die obere Stimme einfach besser spielen. Ihr wisst, ihr versteht das Stück besser. Und ihr könnt einfach, ihr könnt bestimmte Sachen anders spielen, weil ihr wisst, da kommt in der Begleitstimme der Kick und ich habe den oben in der Melodie, also muss ich den so und so spielen, damit es gut zusammenklingt, ne, damit es eins wird. Ich habe jetzt hier mein Handy und da nehme ich jetzt erstmal die zweite Stimme auf. Das mache ich jetzt mal. Ich muss gut hinstellen, damit das Ding das mitbekommt. So. Okay, ich mache das mal. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay, ich habe mich natürlich ein bisschen verspielt jetzt, macht aber nichts. So, jetzt stöpsel ich mir das an. Ja, schnell. 1, 2, 3, 4. Nicht so leicht. Okay, das war's. Na? Also ihr seht, so kann man Duette selber üben. Na? So kann man die Duette mit zwei Stimmen üben. Man nimmt die unterste Stimme auf oder auch die obere Stimme und spielt dann die andere dazu. Na? Macht das auf die Kopfhörer oder auf die Anlage und übt so beide Stimmen. Ja, das mache ich eigentlich immer so, wenn ich jetzt Duette habe. Also wenn ich nicht so faul bin, dann mache ich das. Na, dann versuche ich beide Stimmen zu lernen. Und dann bin ich auch safe, dann verstehe ich, was das Lied, was in dem Lied passiert. Ne? Ich weiß einfach die Rhythmik, ich kenne das alles, ich kenne die Phrasen und weiß, was da zu tun ist. Gut, okay, das war mein heutiger Tipp zum Duettspielen. Vielleicht habt ihr auch schon mal Duette gespielt, vielleicht ist das aber auch was ganz Neues für euch. Duette spielen ist immer eine gute Sache, weil man da ganz viel, da lernt man erstmal Zusammenspiel mit der anderen Stimme, man lernt aber auch unabhängiges Spiel. Also es ist so eine Mischung. Also ich muss immer checken, was macht die andere Stimme und darf mich aber auch nicht rausschmeißen lassen, wenn die mal was anderes macht, vielleicht rhythmisch was anderes spielt, als in meiner Stimme. Als ich spielen muss in meiner Stimme. Ne? Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Da lernt man, im Prinzip lernt man dadurch auch mit anderen zusammenspielen und lernt so ein bisschen in der Band auch spielen. Und nicht nur alleine immer für sich. Gut. Das war der heutige Tipp. Viel Spaß beim Üben. Probiert das mal aus, wenn ihr irgendeine Duett habt. Nehmt eine Stimme auf und spielt die zweite dazu. Dann macht das einfach mal. Dann könnt ihr so ein bisschen lernen, die zwei Stimmen besser zu spielen. Gut.
Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Channel, sagt es weiter. Dann bekommt ihr immer das neueste Video. Schickt das Video ein bisschen rum, wenn jemanden kennt, der gern Saxophon spielen lernen möchte oder spielt, den das vielleicht interessiert, dann schickt das Video ruhig ein bisschen rum. Das würde mich freuen. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.